miteinander. Morgen zusammen. Wir sind jetzt in einer Masse von Jakobstouristen mitgelaufen. Jakobstouristen? Pfeifende, singende, johlende, grölende, friedliche Leute. Lustige Leute. Dann sind wir noch ein Gespräch gekommen, also ich bin noch ein Gespräch mit zwei spanischen Männern. Und als ich dann gesagt habe, dass wir von der Schweiz losgelaufen sind und dass wir über 2500 Kilometer schon gemacht haben, ist nicht der Kiefer runtergefallen. Dann haben sich noch zwei holländische Männer dazu gesellt. Das war mega lustig. Und plötzlich sind wir selber eine Gruppe. Es geht schnell. Ja. So schnell geht's. Also heute hat es wieder extrem viele Leute. Mhm. Wir sitzen auf einer Bank und... Viele tausend Leute sind vorbeigelaufen. Bon provecho, bon provecho, buen camino. Ja, man muss es gerne haben. Ich finde es lustig, solange es friedlich sind. Mhm. Du bist eher ein geselliger Mensch, ich bin eher der, der es lieber ein bisschen ruhig hat. Von dem her müssen wir da irgendwie einen Mittelweg suchen. Ja. Aber den haben wir bis jetzt immer gefunden. Ja. Jetzt kommt die nächste Raube da, Jesus Gott. Hola. Hola. Buen camino. Gracias. Aber eben, ich persönlich, wenn ich irgendwie tausendmal die gleiche Geschichte erzählen muss, irgendwann einmal... Ja, mir macht das nicht aus. Ja, eben. Wir können jedes Mal gut. So unterscheiden wir uns zwei. Ich bin eher ein bisschen introvertiert und sie ist die extrovertiert. So kann ich einmal meinen eigenen Weg ein bisschen suchen, ein bisschen Fotos machen und sie geht einmal mit den Leuten ein bisschen schwätzen. Ja. So läuft es ein bisschen ab. So. Hola. Ich sehe schon wieder aus dem Konzept. Nein, wir ergänzen uns eigentlich gut. Mhm. Ja. Gut. Wir freuen uns auf den weiteren Weg. Momentan ist es noch ein bisschen bewölkt. Am Morgen war es noch neblig. Aber mal schauen, was der Tag uns noch bringt im Wetter. Die Sonne sollte heute ja noch vorkommen, irgendwann am Morgen. Mhm. Bei mir zeigt sich der Kaffee Nummer 2 an. Die nächste Bar wird gerammelt, voll haben, sie will einen Kaffee haben. Schauen wir mal. Ich will einen Kaffee haben. Willst du einen Kaffee haben? Bist du dran? Nein, das lassen wir jetzt. So, also, bis später. Bis später. Tschüss, tschüss. Ein bisschen wird sie, glaube ich, schon verteilen.
Also kann man auch Werbung machen. Gott lieber. Wir sind nach einem langen, aber super sonnigen Tag in unserer Unterkunft angekommen, in Pedrusso. Das ist sicher falsch aussprechen, egal. Das ist unsere super schöne Aussicht auf die Hauptstrasse runter. Nicht mehr nichts, hä? Kehren wir uns doch mal kurz um. Ui, was war das gewesen, ja. Wifi-Passwort ist auch schon vorhanden. Das ist immer super, wenn wir es griffbereit haben. Da ist ein Sehnsuchtsbild. Nochmal ein Sehnsuchtsbild. Da haben wir auch noch andere schöne Bilder, das ist sehr interessant. Das ist Kunst. Da in dem Ecke sehr speziell eingerichtet. Wir sind empfangen worden von der Gastgeberin. Es ist wie ein grosses Apartment unterteilt in verschiedene Apartments, also wie eine Privatwohnung. Da sieht man, dass das in Frauenhänden ist, das sieht man schon vom Stil her. Aber sehr schön. Jetzt gehen wir mal führen. Also wenn wir jetzt da rausgehen, sind wir quasi wie in einem Apartment. Apartment im Apartment. Wenn man so sagen darf, grüezi, die kennen wir auch. Denn da hat es Badwanne, da hat Melanie Platz. Wenn ich mich klein mache, habe ich da auch Platz. So, klein, aber fein, würde ich da sagen. Alles schön, super. Und dann hat es kein Stäubchen, nichts. Habe ich auch so in den Ratings gelesen und das schätze ich immer so. Und das Buch, das buchen wir auch gerne, wenn wir das bereits in den Ratings vorweg genommen bekommen, dass eine Unterkunft sauber ist. Da sieht sie in anderen Zimmern teilweise, ja, wenn wir das Thema. Was meinst du auf den ersten Blick? Ja, das ist schön. Hast du schon am Schrank geschaut? Ist niemand drin? Nein, es ist niemand drin. Okay. Es hat einen Fernseher. Wir werden heute Abend können Italien-Schweiz schauen. Wenn wir es irgendwo finden auf einem Sender. Ja, gut, im spanischen Fernseher habt ihr den Match laufen lassen. Wir schauen mal. Mal schauen. Du, abschliessend. Ja. Ja. Ade. Pedrusso, eine Etappe von Santiago entfernt. Ich finde das so krass, ich kann es irgendwie, ich gar nicht richtig fassen, dass wir morgen dort sind. Kannst du es so begreifen? Das muss man nicht begreifen. Von dem her, also... Freut uns, wenn wir morgen dort sind, ja. Ich kann es nicht glauben. Das ist ein sehr spezieller Moment auf dieser ganzen Reise.
Das sind über 4 Monate laufen. Fast jeden Tag laufen, 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 laufen. Das ist echt, das ist crazy. Der Tag heute hat dir gefallen. Sehr schön. Wir haben mal Pause gemacht auf einem grossen Stein, haben wir unseren Rucksack abgelegt, etwas gegessen. Und dann ich bin am Höckeln, irgendetwas gegessen und Melanie war im Rucksack irgendetwas am Machen. Dann ist eine Vierergruppe Spanier gekommen und dann war auch Mama dabei. Und dann hat sie ganz, die Mama ist zu uns gekommen und hat gesagt, ist alles gut, ist alles gut. Sie hat mega Sorgenfalten gehabt. Ja, schon. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Also, sehen wir irgendwie da so aus, wenn wir Hilfe brauchen würden? Und dann sind sie so dreigelegt, wie eine Mama, die in Sorge ist. Auf einmal habe ich auch Sorgen bekommen, ob mit der Melanie irgendetwas ist. Aber wir haben nicht gesagt, es ist alles gut. Aber, ja. Das war so herzig, richtig liebevoll. Gut, ich wollte Kräuter aus meiner einen Tasche im Rucksack rausschütteln und habe dann den Rucksack auf den Kopf gestellt. Ja. Und das hat sie, glaube ich, ein bisschen beunruhigt. Dass du den Rucksack geschüttelt hast? Wenn mich geschüttelt hättest, dann wäre sie, glaube ich, weitergeschlossen. Dann wäre sie gar nicht beunruhigt gewesen, wenn ich dich schütteln könnte. Dann hätte sie sich quasi um mich Sorgen gemacht, nicht um dich. Obwohl, manchmal könnte man dich schon schütteln. Ja, yeah, ist schon gut, ist schon gut. Ich sage jetzt nichts dazu. Oh, wir freuen uns morgen auf den Tag. Es sind, glaube ich, keine 20 Kilometer. Ja, um die 20 Kilometer. Cool. Freut ihr euch auch? Dann hören wir auf. Keine Lust mehr, dann gehen wir heim. Nein. Es wird sicher weitergehen. In welcher Form, das wissen wir noch nicht so richtig. Ja, schauen wir dann. Es kommt dann alles noch. Kommt alles noch. Ja. Aber zuerst kommt mal Santiago. Wir machen dort sicher noch einen Tag Pause. Gehen Santiago noch ein bisschen anschauen. Morgen gehen wir vielleicht noch in die Messe. Wir müssen noch schauen. Am Sonntag, ja. Ja. Mehr lässig, ja. Gut. Ja, gut. Hoppschweiz heute übrigens. Hoppschweiz, ja? Ja, Schweiz gegen Italien. Ich hoffe nicht, dass wir wie gestern andere im Eishockey-Spiel Schweiz gegen wer hat gespielt? Slowakei, Slowenien. Ich weiß es gar nicht. 7-1 den Sack bekommen. Hoffentlich ist es heute ein bisschen erfreulicher, das Ganze. Na cool. Hoppschweiz. Also, in diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt euch Sorge, bleibt gesund. Bis morgen in Santiago. Und buen camino. Tschüss zusammen.